Und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem kleinen Test von Nier Automa. Davon spiele ich jetzt gerade die Demo 1.2.0, ich denke mal 1.2016, 11.28. 28.11.2016? Weiß nicht, auf jeden Fall die Nier Automa Demo. Das Ganze ist ein Spiel von Square Enix. Das sieht man ja hier nicht, aber da sieht man die Lizenzen und da unten sieht man ja 2016 Square Enix. Ne, CO, bla bla bla. Auf jeden Fall, Nier Automa, ich wollte mal mit euch ein bisschen in die Demo reingucken, beziehungsweise komplett durch die Demo durchgucken. Und ja, das Spiel, da werde ich noch drüber reden. In einer The Division Folge. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte mit euch da mal reingucken, weil das Spiel bin ich am Überlegen, ob ich mir das hole, weil es sehr, 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 sehr interessant aussieht. Warum, werde ich gleich wahrscheinlich noch weiter sagen. Ich glaube, ich kann ja auch normal spielen, ja. Also schon mal auf normal klicken. So, Kamera, hier dürfte alles eigentlich normal, so, bla, 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 bla. Okay, ja, das lasse ich so. Auf jeden Fall, ich starte jetzt das Spiel, beziehungsweise die Demo und wir reden gleich, oder ich rede gleich weiter, wenn das Spiel gestartet ist. Ich rede jetzt weiter. Abstieg Nummer 243. Datum 10. März. Ach du Scheiße. 11.945. Ja, ist so ein paar Jährchen in Zukunft. Einsatzziel: Zerstörung der Waffe der Goliath-Klasse. Details unbekannt. Einheit 1D, Anführer 2B, 7E, 4B, 11B, 12H. Einsatzbeschreibung: Geheiminformationen haben enthüllt, dass Maschinenwesen in der verlassenen Fabrik eine große Waffe gebaut haben. Das Analyseteam ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Waffe der Goliath-Klasse handelt. Das Ziel dessen Einsatzes ist es, die feindliche Einrichtung, die verlassene Fabrik, mit einem Team aus 6 Einheiten zu untersuchen, die Waffe der Goliath-Klasse zu finden und sie zu zerstören. Alle teilnehmenden Einheiten treffen sich mit Unterstützungseinheiten 9S vor Ort. Und genau da oben sieht man ja Einheit Anführer 1D und 2B. Und ja, jetzt sag ich mal so, 2B sind wir. Unser Charakter. Ja, komm, ich schließe jetzt mal. Oh. Activating short range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Okay, was ich mal kurz machen muss. Ist das Spiel ein bisschen leiser machen? Das ist verdammt laut auf meinen Ohren. Okay, im Systemmenü kannst du Informationen einsehen, die deine Ausrüstung wechseln und die Systemeinstellungen ändern. Die Tutorials, die in diesem Menü angezeigt werden, können jederzeit im Datentab des Systemmenüs unter Tutorial angesehen werden. Okay, also können wir hier erstmal Waffen auswählen. Ich glaube, wir haben nur eine Waffe, wa? Ja, Großschwert, Kampfmaschinen. Ja. Hier haben wir die Waffen, leichte Waffe, schwere Waffe. Dann hier, bla bla bla. Ja, okay. Fähigkeiten können wir, glaube ich, auch nichts machen, denke ich mal. Oh, cool. Typ B einstellen, Typ A einstellen. Was ist denn das? Okay, ich habe keinen Plan davon. So, ich wollte es so leiser machen. So, wie man hier sieht, es ist eine. Okay, die Gegner sind noch nicht schwer, deswegen kann ich jetzt mal labern. Es ist, wie gesagt, von Square Enix, deswegen auch ein kleines Japano-Game. Das sieht man auch daran, dass es halt eine japanische Darstellerin ist, beziehungsweise, ja, japanische Hauptcharakter, genau. Und halt, dass die, ich sag mal so, mit einem Rock leicht bekleidet ist und darunter nicht viel anhat. So. Aber hier sieht man das Kampfsystem. Finde ich geil. Das ist ja so ein Alter. Das ist knapp.
Ist ja so ein, ich weiß gar nicht, wie man die Art nennt. So ein Hack'n Slay-mäßig. Ich sollte hier auch töten. Auf jeden Fall mega geil. Und deswegen fand ich das Spiel auch interessant, wo ich das erste Mal gesehen habe. Nice. Ja, genau. Besser erstmal treffen. So, ein bisschen habe ich schon gespielt übrigens. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert. Ich glaube, das wird ihr sowieso nicht. Aber ja. So, ich zeige jetzt mal kurz, was man hier machen kann. So, hier haben wir unseren kleinen Roboter, der halt auf den schießt kann. Dann kann ich hier meine Waffen wechseln. Einmal. Ja, das sind die gleichen Waffen. Ne, doch nicht. Da. Jetzt habe ich einmal den Tunken-Vertrag und einmal den Tunken. Ne, jetzt habe ich den Tunken-Abkommen und jetzt habe ich den Tunken-Vertrag. So, sehen wir auch gleich, was andere Waffen sind. Aber ich drücke jetzt beides mal nur X. Die eine Waffe ist halt eine schwere Waffe und die andere ist halt die schnellere Waffe. Als schwere haben wir dann sowas. Was ich auch einfach werfen kann, was ich noch gar nicht wusste. Und hier haben wir dann. Moment, geh mal weg da. Hier haben wir halt dann so eine schnellere Waffe. Mit schweren Angriffen. So. Noch was zu sagen? Soweit nicht. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich kill den Ganzen hier. Enemies destroyed. Not quite. Okay, Warnung. Alles klar. So, den großen Dude da oben. Ist das unser Target? Negative. This enemy is unrelated. Proposal: dispatch it as swiftly as possible. You don't say. Oh ne. Der kommt von mir. Oh. So. Hier muss ich einfach nur. Also dagegen habe ich schon gekämpft. Hier muss ich einfach nur das Ding zerstören. Was es nicht so schwer ist. So. Und da muss ich jetzt viel machen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf Japanisch. Japanisch eingestellt ist immer die Gegner. Also dass die halt immer. Nee, treff ich nicht. Dass sie jetzt immer so sind. Guck, da sehe ich auch, dass man 2B ist. Die Charaktere. Meine Güte. Protagonistin. Alter, was habe ich denn heute. Für Sprachbarrieren. Die heißt Yoh. Also Yoh. Was ist das? Ja, habe ich richtig gut studiert. Und ja, wir sind 2B, wie man gerade schon gehört hat. Und wir müssen jetzt den Dude hier töten. Den Dude, auch genannt als Kreissäge. Nicht Kreissäge. Oh, Ding. Genau. Guck auf. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? Okay, redet ihr jetzt weiter? So. Just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. Alter, komm. Das ist jetzt. I'll work my way inside from the ground. Okay, einer hat seinen Wohnen aktualisiert. So, was haben wir hier noch rumliegen? Rostige Klumpen enthalten. Okay, cool. So, nochmal kurz hier zu erklären. Ich habe hier auch noch so einen Laser. Bang! Den kann ich benutzen. So, was habe ich hier? Defekte Feder. Okay, cool. So, Kampfsystem hat man gesehen. Und, ist cool. Deswegen interessiert es mich auch. Und deswegen wollte ich auch die Beta spielen. So, schießen. Oh! Nice. Zielerfassung ist noch drin. So. Das ganze Spiel sieht doch gar nicht so schlecht aus.
So, sieht allgemein nicht schlecht aus. Ups. Weg hier. So. Ich glaube, die Beta wird noch relativ leicht sein. Ich glaube, da wird jetzt nichts Schweres drin vorkommen. Na komm. Warum kann ich denn jetzt nicht Ziel erfassen? Nein, echt. Nice. Ach ja, man kann auch so in Springen so kämpfen. Deswegen erinnert mich das sehr doll an Devil May Cry, was ich jetzt vor keine Ahnung wie vielen Jahren gespielt habe. Aber es ist schon cool. Sieht schon cool aus. So, hier habe ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was mit den rüstigen. Kannst du das bitte aufheben? Okay, ich krieg das nicht aufgehoben. Geil. Gut, gehe ich mal weiter. Es gab vor diesem Spiel gab es auch noch einen anderen Titel, der hieß einfach nur Nier, glaube ich. Ja, Nier. Ich habe das gerade hier nebenbei offen. Aber die beiden Spiele haben so insofern nicht wirklich was miteinander zu tun. Ups. Geil. Aber Alter. So ein ganz paar Kühlchen. Aber was ich natürlich noch möchte, ist, ich hab Gold erhalten oder so. Was ich noch machen will, oder was ich noch mache, bevor ich halt, das Spiel Let's Play, weil ich werde das höchstwahrscheinlich Let's Playen. Nur so. Ich wollte das hier jetzt nur mal mit euch zusammen gucken. So. Zu dem. Was ich höchstwahrscheinlich vorher machen werde, ist, den ersten Teil entweder irgendwo gucken auf YouTube oder selbst spielen vielleicht. Ich weiß es noch nicht. So, aber egal, wir reden jetzt erstmal über das Spiel, beziehungsweise was ich hier mache. Da lag auch was, ja. Nein, da lag nichts. 2B? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Okay. Es sieht schon cool aus, ganz ehrlich. Man kann jetzt nicht sagen, dass es so schlecht aussieht. Kann ich halt nicht. Nee, kann ich sowieso nicht rechts und links, also kann ich hier sowieso nur rennen. Ja. Irgendwas ist da doch bestimmt. Ja, komm mal. So, gib ihm. Nein. Und gib ihm. So, da müsste ich hoch, höchstwahrscheinlich. So, hier kann ich aber was öffnen. Achso, stimmt. Ups, ich habe auch so wenig Leben. Ich habe auch hier noch kleine und mittlere Erholungen und so. Das heißt einfach nur, dass ich mich heilen kann. Das tue ich jetzt auch. So, Doppelsprung. Kann ich natürlich machen. So, hier hoch. Da vorne habe ich noch gesehen. So, nehme ich mit. Hopp! Tag. Ich muss die Waffe wechseln, sehe ich gerade. Nein! Komm. Ja, weg mit ihm. Also hier wäre ich einfach eine Treppe hochgelaufen. Gut zu wissen. So, hier können wir wahrscheinlich wieder Gegner. So, open. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Warum soll es doch leicht sein? Yo, yo! Hey, was soll das denn lernen? Hey! So, die Gegner sind noch relativ leicht, außer wenn das viele sind, wenn ich nerven. Hört auf, euch so zu drehen! So, du wirst jetzt sterben durch Schießen. Arschloch. Jetzt haben wir die hier. Die sind ja ganz leicht, einfach nur mit der Waffe anzuschießen. Ich weiß gar nicht, ist die Waffe irgendwie OP? Weil ich kann jetzt einfach nur rumrennen und einfach nur die anzielen. Das ist nämlich relativ leicht. So, und weg mit euch. Soundtrack ist irgendwie cool. Ich sehe mehr gerade, dass hier noch welche sind. Ich werde erstmal die kaputt machen. So, mit dir. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf euch. Aua. Ich habe jetzt Schaden gemacht. Soll ich irgendwie andere Waffe auswählen? So, zack.
liebe das irgendwie, wenn man so in die Luft angreifen kann und so. Das finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht warum. Aber wenn man halt so Kombos machen kann. Und wir werden, glaube ich, keine Kombos gezählt. Hätte ich sonst jetzt hier gesehen irgendwo. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. To be it is. Okay. Also Emotionen sind wohl nicht erlaubt. Beziehungsweise nicht verboten. Heißt ja nicht erlaubt. Captain Obvious. So, ich muss mal eine andere Holung mit meinem nehmen. So. Ich brauche sie nicht so oft. Nein! Ich kann auch mit dem rechten Dings die Dinge steuern. So. Was genau das jetzt hier ist, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn. Wow, wow, wow. Yo! Wie gesagt, ich habe mir das nur kurz mal auf Wikipedia, habe ich nur kurz bei ihm gelesen, um ein bisschen wenigstens über das Spiel zu wissen. Also ganz genau, was hier passiert, weiß ich nicht. Ja, komm, stirb. Deswegen ist es auch nur einfach nur Kuken, was so hier abgeht. In der Beta. So. Okay. Ich finde das cool, dass sie so dass man so von 2D in 3D gehen kann. Das haben die cool gemacht. So. Gehe ich mich hier weiter lang. Guten Tag. Komm. Ist gar nicht nervig mit den Viechern hier. Aua. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hingegangen bin. Achso, zu dem roten da. Zu dem Tor. So, hier komme ich aber durch, ne? Ja. Und hier kommen wir nicht durch. Okay, cool. This place sure is big. Stimmt wohl. I guess humans used to use it as a weapons factory. But now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Ja, das wird Sinn machen. Ich weiß auch gar nicht, was wir sind, weil wir sind ja auch keine Menschen. Wir sind ja auch, ich hab's nebenbei auf. Moment. Stimmt, wir sind ein Frauen-Android. Was habe ich hier gerade offen? Frauen-Android und Nummer 8, das ist ein Aufklärungs-Android. Also sind wir Androiden. Das lässt mich das daraus schließen. Holy shit, Alter, was ist das für eine Sicht hier jetzt? Noch sterben. Ey, warum war ich jetzt fest? Okay, die Sicht finde ich nicht so geil. Oh, scheiße. Das wäre jetzt vielleicht doof. Ja, ich sehe nicht mehr. Da kann ich das machen mit dem. Mit ihm. Und bleib mit dir. Oh, nö. Au! Au, au! Meine Güte! Ach, jetzt bin ich über den. Ups. Nein! Das ist ganz schön knifflig. An manchen Stellen. Gerade wenn ich so. Gerade wenn es so ein Fight ist. Ich wechsle mal auf die andere Waffe. So. Da habe ich mich schon wieder so ganz wenig treffen lassen. Ups, guten Tag. Das sollst du nicht nochmal machen. It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Au. Na
Nein, Fresse. Kann ich wieder bitte in die 3D-Ansicht gehen? Ach du Scheiße. Geh weg! Nee. Ach du Scheiße, sind das viele. Ich kann hier so gut baiten. Kommt mir ein bisschen vor, als wenn ich einen Zombie-Modus bei Black Ops spielen. Ach, bei Black Ops. Bei Call of Duty spielen würde, aber naja. Also ein Rape-Train machen. Oh, nicht treffen. Geht weg. Okay, ich hätte natürlich jetzt auch gegen alle kämpfen können. Aber das habe ich nicht getan. Oh, bitte komm jetzt nicht, wenn ich schießen kann. Ne, das kann auch noch neu sein. Was, wenn ich mich da durchnutze? Geht das? Neue Stufe erreicht. Stufe 4. Die war schon Stufe 3. Interessant, dass ich dafür nichts wusste. Oh! Hab ich auch in der. Au, au! Meine Güte, jetzt geht weg. Das ist zum Beispiel der Blast. Kommt der nicht weg. Irgendwo ist der noch einer. Stimmt. Einer ist dann noch ein bisschen in der Ecke. Um Sachen machen. Komm ich jetzt irgendwo weg? Hier komme ich weg. So, Moment mal. Ich gehe mal ins Menü. Fähigkeiten. Pop-Programm. Feuert einen mächtigen Laser. Ah, okay, das habe ich schon. Waffen. Speer, Großschwert habe ich. Ah, das ist Abkommen und das ist der Vertrag. Bloße Fäuste habe ich auch. Und Kampfmaschinen sind bloße Fäuste. Achso, okay. So, Stärkungsgegenstände habe ich hier. Erweiterungsgegenstände habe ich hier. Okay, Materialien habe ich hier. Hier habe ich die Aufgaben. Dann weiß ich ja, was ich mache. System. Achso. Tutorial Waffengeschichten. Okay. Habe ich auch noch Geschichten zu allgemein mir selbst? Ah, da. Kleine Feder. Ah, okay. Kleine Flugeinheit, Spezialeinheit, Waffen. Okay, und das war's. Der Golia-Klasse. Irgendein Scheißding. Und das sind Tutorials, aber die brauche ich nicht. Okay. War mir schon klar, dass ich hier sowieso nichts machen kann mit den. Mit Waffen und so. So, schieße ich schon mal voraus, weil hier kommen bestimmt gleich irgendwo wieder Sachen. Wie ich es gesagt habe. Einfach schießen. Kann ich da auch einfach durchlaufen. Ohne dass ich Schaden nehme. Schütze. Nein. Jetzt hat er mich Schaden gemacht, der Arsch. Kupfererz erhalten. So, kriege ich wieder die 3D-Ansicht? Dankeschön. Die kann ich jetzt höchstwahrscheinlich. Okay. Das ist mir ja egal. Brauche ich ja nicht. So, jetzt komme ich hier wieder hin. Alert. Bulletproof apparatus detected on enemies. Close range combat is advised. I know. Genau, ich weiß das. Nein, oh. Meine Güte. Weg hier. Oh, die sind schon Stufe 2, sicher. Alter. Die sind schon Stufe 2, alle. Nein. Nein, das wird nichts. Jetzt wird's was. Oh, ne. Was ist, wenn ich auf den so einen Blast mache? Fressen. Das nehme ich dann erstmal den hier vor. So, come on. Nein! Autsch! Ja, wie gesagt, nehmen wir erstmal den hier vor. So. Komm. Gut gemacht. Jetzt
Das ist nice. Den auf den Boden schlagen. Ach stimmt, warte mal. Oh nein. Wenn ich den auf den Boden schlagen, kann ich einen Waffenangriff laden. Dann gib ihm. Okay, nice. Oh nein, jetzt kriege ich wieder die 2D-Ansicht. Oh nein. So, hier ist mal alles wieder kaputt schießen. Kaputt schießen. Habe ich den gerade gegen den anderen geworfen? Achso, ich bin gerade in der Luft. So, weg mit euch. Jetzt sind natürlich hier auch noch welche. Na klar, warum nicht? So. Nein, au, au. Echt? Irgendwie bin ich da gefangen manchmal oder so. Aber ich habe keine Ausdauer mehr, keine Ahnung. Das ist ein Mysterium. Also auf beiden Seiten welche. Okay, ja, manchmal braucht sie wieder ein bisschen Zeit, um, ich sag mal so, klar drauf zu kommen. So. Um drauf klar zu kommen, so rum. So, habe ich hier noch irgendein Stuff rumliegen? Da vorne habe ich noch rumliegen. So. Okay, jetzt sind wir draußen. I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know. Moved it somewhere? So, kurzer Aufnahmestopp, weil gerade meine Festplatte vollgelaufen ist. Sollte man vorher gucken, wenn man was aufnimmt, dass sie nicht voll läuft. So, hier kann ich nicht hoch. So, ich denke mal, hier kann ich jetzt die ganze Zeit hoch. Is that? You mean the bird? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Okay. Also wissen die wohl, was Vögel und so sind? Okay, sind auch Androiden. Ich weiß nicht, inwiefern das Androiden sind. Das Spiel interessiert mich jetzt schon. Also ich weiß gar nicht, ob die Kristalle, die wir aufheben, überhaupt was aussagt. Und das sieht irgendwie aus, als wenn ihr gleich im Bossfight kommt. Ja, wir wollten. So, hier haben wir einen Kristall erhalten. Sieht irgendwie echt so aus, wenn hier gleich ein riesen Boss kommt, der mich töten möchte. Stromfeste Salbe, Kristall. Da habe ich noch einen kleinen Dings. Mittlere Erholung, das ist nice. Und ich weiß gar nicht, was schneller ist. Ich mache das hier, dieses Wurmstriven. Eine Geistnummer. Ja, das auf jeden Fall. Nur weil mir langweilig ist, wenn ich laufe. Weil also geradeaus laufen ist auch langweilig. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Okay, geil. Jetzt muss ich gegen zwei von denen kämpfen, oder wie? Yo! Alter! Nee, ich kann doch nicht mal ausweichen, was ist das denn? Geh mal weg hier, du Kack-Ding, du Riesen. Wie heißt denn nochmal? Holy shit! Da haben wir noch einer. Oh ne, das macht jetzt weiße Dice. Au, glaube ich nicht, oder? Wuh! Alter! Das ist arschknapp. Oh, nein, 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 oh shit, ich wollte da nicht so Schaden machen. Ah, ich mach den beiden gleichzeitig Schaden, oder wie? Oh, das ist jetzt doof. Alter, wie gut war das denn? Nein, warum soll ich jetzt direkt hochgegangen? Was ist denn jetzt?
is that? Target enemy detected. Ja, genau. Genau, das sehe ich auch so. Das ist jetzt mein der. Yo! Nee. Ich bleib einfach hier stehen. Ich kann ja einfach schießen, das ist gut. Ach du Scheiße. Okay, der steckt zu. Nein. Ah, Scheiße. Yo! Aua. Willst du das jetzt die ganze Zeit machen? Vielleicht nicht. Ich bin irgendwie froh, dass ich hier nicht sterbe. Gerade. Dass ich nicht gestorben bin. Ich glaube, ich kann am besten einen Kopf angreifen. Na, jetzt macht er das wieder. Na, weg, du. Good note. Oh, na, jetzt kommt er wieder. Nein! Au, ich bin genau da reingeflogen. Nice, er kommt. To me. This is the target. I'm going to destroy. Right. I'll provide Ow. Support. Nein. Oh, jetzt habe ich große Erholung genommen. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. Oh, nee. Alter, ist das ein Riesengegner. Der kann gerne noch ein bisschen mit Raketen schießen oder so, der andere. Nein. Interessiert mich nicht. Du doofer Arsch, interessiert mich nicht. Komm, schieß ein bisschen mehr drauf, bitte. Ne, was muss denn jetzt? Achso, hier von unten. Achso. Das ist echt nicht nett, dass du von unten angreifen willst. Ja, komm. Schön aufs Gesicht. Ist halt immer gut. Ich darf wieder den machen. Nein! So, so einen schönen Schaden machen. Packing in. Black box signal detected. No response to communications. Okay. Jetzt müssen wir 9S retten, der uns gerade gerettet hat. Bitte steh nicht wieder auf. Ach, natürlich stehst du wieder auf. Kann er sich nicht selbst zerstören jetzt? Also wenn er mich schlagen will, dass er gegen sich selbst stärkt? Negative. Yo. Communications have been jammed. Und tschüss. Tag. Willst du auch unterspringen? Nein, willst du nicht. Gut. Hast du mir jetzt gerade Schaden gemacht damit? Ich hätte es nicht gesehen. Der hängt da fest. Den helfen wir doch da raus. Da ist eine Leiter. Nein. Schnell runter. Ach, ich kann noch schnell hochgehen. Geil. So, hier auch noch hoch. Wo ist 9? Da ist 9S. 9S! Oh shit.
Ach ja, genau. Alter, ich habe einen. Hab ich einen gerade im Flug kaputt gemacht? Au. Komm, ich mach ihn so kaputt. Weil die meinen, die müssen so ein scheiß Windmühle sein. Komm so jetzt. Ach, okay. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines, then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! 2B, just go. You shut up too! We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Okay, jetzt gehen wir ihm. Okay, er lässt da oben Raketen. Holy shit. Können wir auch irgendwie Raketen schießen? Wäre nice. Warte mal. Kann ich irgendwie an den ran? Ich auch nicht. 2B. I found a weakness in the target. Hacking in. To provide support. 9S ist ganz schön stark. Der ist. Der liegt da oben halb tot. The control on the enemy's upper arm. Use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Hä, warum der will dir helfen? Oh, holy shit. Control of upper arm. Seized from enemy unit. Marking weak point. Got it. Okay. Holy shit, Alter. Voll geil. Seize control system. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Ich besitze seinen rechten Arm. Boss ist geil. Nein! Geh weg von mir. So, Kartenangriff. Okay, die Angriffe machen sich nicht groß. Ach du Scheiße. So, und gehen wir den letzten Schlag. Talk about bringing the battle to them. H2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great.
I don't imagine that... this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. It was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Okay. Ja. Das war die Demo von Nier Automata. Ab den 10. März? Warte mal. Ich habe mir was anderes aufgeschrieben. War es nicht ab 23. Februar? Ich hatte mir am 23. Februar aufgeschrieben. Und wann es dann letztendlich rauskommen soll, ich kann ja auch nochmal eben so... Hier nebenbei habe ich ja noch Google natürlich offen. Nier Automata. Wann stehen da Release? Also, Plattform. Ja, guck mal. Datum zur Erstveröffentlichung 23. Februar 2017. Plattform PS4 und Microsoft Windows. Für Windows habe ich da noch gar nichts gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt, worauf ich das denn spielen werde. Vor 12 Stunden ist auch ein neuer Trailer online gekommen. Auf jeden Fall, ja. Die Demo von Nier Automata. Ganz interessant. Das Spiel... Also ich wollte jetzt auch mal das Spiel zeigen. Übrigens, so heißt sie, da dieses J-O-R-H-A. Der Hauptcharakter. Das Spiel ist super interessant. Es macht auch super Spaß. Weil es einfach so ein... Was soll ich sagen? Hack and Slay? Ich weiß gar nicht, was es für ein Spiel-Dings ist. So ein Spielart. Ein Action-Rollenspiel, sehe ich gerade. Ein Action-Rollenspiel ist das. Auf jeden Fall mega geil. Ich denke, ihr werdet das Projekt, beziehungsweise ich denke, ihr werdet, wenn es auch immer, wann es auch immer rauskommt, werdet ihr auf meinem Kanal sehen. Das ist Let's Player. Ja. Dann würde ich sagen, das Spiel ist mega geil. Ich freue mich super doll auf das Spiel. Weil das macht schon echt Spaß. So. Ja. Haut rein. Wir sehen uns dann entweder bei dem Projekt wieder... Oder bei irgendeinem anderen Video. Alright, bis zum nächsten Mal und tschüss.